Ja, Intertabak 2017 eröffnet in Dortmund. Mhm. Frau Loos, Sie als die Chefin des Ganzen, Sie strahlen. Ja, das ist wunderbar, denn Sie strahlen einfach auch die Erfolge Ihrer Intertabak-Aktivität heraus. Sie haben gute Zahlen genannt. Vielleicht für unsere Zuschauer mal ganz kurz, was war 2016 und was haben Sie 2017 schon im Kasten? Ja, 2016 hatten wir 521 Aussteller, in diesem Jahr haben wir 560 aus 48 Ländern auf beiden Messen, auf der Intertabak und Intersupply. Und insofern sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Wir haben die Messe weiterentwickelt, das ist, glaube ich, auch für die Branche ganz wichtig. Wir haben dem Bereich E-Zigarette ein eigenes Segment gewidmet und dort die Unternehmen zusammengefasst, auch räumlich zusammengefasst. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Und zum anderen haben wir auch den Bereich Wasserpfeife, Shisha und Zubehör haben wir auch zusammengefasst in der Halle 8, sodass wir da auch nochmal einen eigenen Bereich haben. Und für die E-Zigarette haben wir den Bereich in der 2, 2N und 3A konzentriert, haben nochmal einen weiteren Eingang auch geschaffen. Und insofern haben wir jetzt wirklich, glaube ich, eine Messe der kurzen Wege, wo die Fachbesucher zu allen Bereichen, für die sie sich interessieren, auch schnell hinkommen und kurze Wege haben. Die Intersupply hat sich auch recht gut etabliert in der kurzen Zeit. Das ist die dritte, glaube ich, ne? Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir die Messe durchführen. Wir haben jetzt rund 100 Unternehmen, die mit dabei sind. Insofern sind wir da auch zufrieden. Was erwarten Sie jetzt aktuell von der diesjährigen Intertabak? Gibt es da Highlights, die Sie uns vielleicht kurz nennen können? Ja, Banos bringt eine neue Zigarre raus. Das ist sicher eine gute Sache. Und ansonsten haben viele Unternehmen haben eben auch Innovationen zum Thema Accessoires, da tut sich eine Menge. Die Rahmenbedingungen sind ja nicht ganz einfach und für den Handel auch eine Herausforderung. Also da wird es viele Angebote geben. Und auch im Bereich Heat Not Burn tut sich einiges. Und ja, ich glaube, es wird spannend wieder in diesem Jahr. Das heißt, Aussteller haben Sie ja schon genannt, sind bei 560. Was erwarten Sie besuchermäßig? Das wissen wir im Vorfeld natürlich nicht. Wir hatten im vergangenen Jahr 11.700 Fachbesucher und ja, wir hoffen, dass wir in der Größenordnung ungefähr liegen, dann sind wir auch zufrieden. Also internationale Messe mit vielen Nischenprodukten auch, das ist ja, glaube ich, auch das Interessante, wenn der Fachhändler hierher kommt und natürlich eine Ausschau auf eine tolle neue Messe. Wir haben das ja von hier gesehen, wo die sich hinentwickelt wird, rein optisch. Also zwischen dem Westfalenstadion und zwischen der Westfalenhallen-Messegesellschaft. Nahe Wege, kurze Wege und auch optisch einfach, was schön zusammenpasst, glaube ich. Also Ihnen wünsche ich mir einfach, dass alles passt, wie Sie sich das vorstellen. Und wir freuen uns, dass wir hier in dieser neu gestalteten Messe mitarbeiten dürfen. Ja, vielen Dank. Ja, anlässlich der Pressekonferenz der Intertabak 2017 treffe ich jetzt auch Jan Mücke, den Sprecher und Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Zigarettenindustrie. Herr Mücke, Sie haben vorhin in der Pressekonferenz deutlich gewarnt. Wir warnen aber schon seit vielen Jahren. Sie haben in den letzten Jahren und Monaten über den Verband und seitdem Sie an der Spitze stehen, auch viele Points gesammelt, positive Points. Aber es reicht noch nicht, ne? Es müssten noch ein paar dazu. Ja, das ist immer hilfreich, wenn wir Erfolg haben. Und mehr Erfolg ist natürlich noch besser. Ich will mal darauf verweisen, was wir jetzt in den letzten paar Jahren doch erreicht haben. Wenn wir sehen, dass bisher keine weiteren Werbebeschränkungen beschlossen worden sind, obwohl es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung gegeben hat und dieser Gesetzentwurf nicht im Parlament beraten wurde, dann zeigt das doch, dass wir als Verbände der Tabakwirtschaft unsere Arbeit gut machen und mit unseren Argumenten vor allem überzeugen. Denn das Entscheidende ist ja nicht, ob ein Gesetz kommt oder nicht kommt, sondern das Entscheidende ist, ob das Gesetz, was vorgeschlagen wurde, eigentlich vernünftig ist. Und wir alle wissen, dass Werbung zu einer Marktwirtschaft mit dazugehört. Es ist Ausdruck der Meinungsfreiheit in einer freien und offenen Gesellschaft. Und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass uns das gelungen ist, dass wir diese Regulierung abgedreht haben. Ich glaube, ganz wichtig, weil wir ja auch über Informationen sprechen. Das Produkte, über die es Informationen bedarf. Die Kombination mit dem Fachhändler ist wichtig. Letztendlich die Kommunikation dann wieder zum Endverbraucher. Und da haben Sie wirklich einen dicken Punkt reingeholt. Ich würde sagen, das ist uns gemeinsam gut gelungen. Es ist nie nur einer, der dafür verantwortlich ist, sondern wir sind alle gemeinsam da gut vorangekommen. Und das Entscheidende ist jetzt, nachdem wir so viele neue Regulierungen bekommen haben, mit Zusatzstoffverboten, mit neuen Verpackungen, mit Schockbildern, mit vielen anderen kleinen Regulierungen, die
kostenintensiv und vor allen Dingen arbeitsintensiv sind, dass jetzt mal innegehalten wird und wir eine gewisse Zeit vergehen lassen und diese neue Regulierung erstmal wirken lassen. Es macht keinen Sinn, wenn die Politik ständig neue Verbote und neue Einschränkungen diskutiert. So kann man mittelständische Unternehmen, aber auch Industrieunternehmen nicht behandeln, sondern wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen Sicherheit auch für die Arbeitsplätze in Deutschland. Und das wird uns nur gelingen, wenn es ein Regulierungsmoratorium gibt. Die nächste Bundesregierung ist gut beraten, wenn sie die Tabakwirtschaft mal in Ruhe lässt. Die nächste Bundesregierung, gutes Thema. In Nordrhein-Westfalen hat sich ja schon ein bisschen was geändert. In den Zigarren-Lounges darf wieder geraucht werden. Das ist auch wichtig für die Händler, die eben solche Betriebe auch noch zusätzlich betreiben. Haben wir die Chance, dass wir es bundesweit hinkriegen? Also da bin ich ein bisschen am Zweifeln, ob uns das gelingt, weil das Nichtraucherschutzrecht eine Angelegenheit ist, die Länder in eigener Zuständigkeit regeln dürfen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das sehr, sehr schwierig sein wird und ganz wesentlich davon abhängt, wie die Wählerinnen und Wähler in ihrem jeweiligen Bundesland bei Landtagswahlen entscheiden. Ich bin aber optimistisch, dass jetzt bei der Bundestagswahl eine neue Mehrheit im Bundestag dafür sorgt, dass eine wirtschaftsfreundlichere Politik gemacht wird. So wie das in den letzten 4 Jahren der Fall gewesen ist, dass wir mit einer überbordenden Bürokratie traktiert worden sind und mit der Bevormundung der Verbraucher, die souverän entscheiden können, weil sie erwachsene Menschen sind, das muss wieder in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden. Wir brauchen keine neuen Regulierungen, sondern wir müssen die bestehenden Regulierungen erstmal umsetzen und dann schauen wir mal, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar verbessert werden kann. Also verdauen wir das, was noch zu verdauen ist und hoffen auf weitere positive Gespräche, die Sie mit Ihren Kollegen, den anderen Verbänden gemeinsam mit der Politik führen. Und dann denke ich, dass wir nächstes Jahr wieder hier stehen und vielleicht noch einen Big Punkt geholt haben. Das hoffe ich auch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Danke. Ja, die Intertabak 2017 ist vor wenigen Minuten hier eröffnet worden, auch im Hintergrund der Pressekonferenz, an der wir eben teilnehmen durften. Sie auf dem Podium, Bodo Mierlein, der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie. Herr Wanner, Sie haben deutliche Worte, wie immer, das kennen wir von Ihnen, genannt. Speziell der Mittelstand, die mittelständische Tabakindustrie, die Hersteller, sind von vielen Dingen, die in der Branche passieren, betroffen. Wo drückt es am meisten? Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Viele Regulierungsmaßnahmen, eigentlich die letzten, die wir über die letzten Jahre erlebt haben, treffen uns immer überproportional am meisten. Das liegt einfach daran, dass wir unsere Hersteller teilweise noch Manufakturen sind, dass nicht diese hohen Umsätze im Hintergrund sind, um das alles zu finanzieren. Und wenn Sie, und auch natürlich diese extreme Produktvielfalt, die wir bei uns haben, wenn Sie mich jetzt fragen, was trifft am meisten, sicherlich hat die ganze Umstellung von TPD2 auch uns getroffen. Wir haben zwar keine Bildwarnweise, trotzdem mussten wir komplett die Verpackung umstellen und hatten auch nur 1 Jahr Zeit für die Abverkaufsfrist. Also das sind Dinge, die uns stark getroffen haben, die ganzen Retouren, die gekommen sind und natürlich das Thema Track und Trace, was jetzt ansteht. Was steht da an? Ich glaube, nicht alle wissen das. Wir schreiben viel darüber, aber so richtig definiert hat es eigentlich noch keiner. Ja, bis jetzt haben wir auch alle noch ziemlich im Nebel gestochen. Seit circa 2 Wochen liegen jetzt die Durchführungsrechtsakte vor. Sie sind sehr schwer zu verstehen, leider auch nur in englischer Sprache vorrätig. Dort droht uns sehr viel und das ist auch wieder in diesem Fall überproportional, weil bei Zigarren und Cigarillos überhaupt gar kein Schmuggel vorliegt. Nichtsdestotrotz werden wir gezwungen, einen sogenannten Unique Identifier anzubringen, ein Sicherheitsmerkmal anzubringen. Das Ganze für den Export, für den Import, Überwachungstechnologien, Datenbanken, alles muss finanziert werden. Und wenn man das alles liest, wenn man sich die Rechtsakte anguckt, denkt man, wir reden hier von einer Hightech-Industrie, aber die ist bei uns nicht vorhanden. Bei uns ist diese Software nicht vorhanden, ein Durchnummerieren sämtlicher Maschinen und Herstellungsprozesse, das ist alles nicht vorhanden. Und das ergibt auch, wie gesagt, alles keinen Sinn bei uns. Wenn ich mir so die Produktionsabläufe in der Zigarrenindustrie so vor Augen nehme jetzt, dann fällt mir schon ein, das ist einfach gar nicht machbar. Also nicht in den kleineren Betrieben und den großen auch nicht. Und auch in den Ländern, mit denen die Zigarrenindustrie zusammenarbeitet, dürfte es auch sehr schwer sein. Absolut richtig. Das Beispiel habe ich ja eben in der Pressekonferenz gebracht. Wenn man sich vorstellt, dass diese ganzen Dinge
nicht nur für den Export gelten müssen, sondern auch für den Import. Also sprich für unsere wichtigsten Importländer wie Kuba, Dominikanische Republik, Nicaragua, Honduras. Das sind ja teilweise noch Länder, wo gar keine echten industriellen Strukturen vorhanden sind. Da wird wirklich noch die Zigarre ja fast noch auf dem Oberschenkel gerollt. Wenn man sich vorstellt, dass diese ganze Technologie dann dort vorrätig sein soll, dann wird dies wieder zu massiver Arbeitslosigkeit und Werksschließung auch in diesen Ländern führen. Auf was hoffen Sie? Hoffen Sie auch auf die neue Regierung? Sicherlich ist es wichtig, dass auch die Bundesregierung hier ihre Stimme erhebt und ein System nur unterstützt, was für alle Wirtschaftsteilnehmer der Tabakbranche umsetzbar ist. Momentan liegt das Ganze bei der DG Santé auf Brüsseler Ebene und wir hoffen dort wirklich auf Einsicht, dass man ein System etabliert, was alle umsetzen können und auch in dem Zeitrahmen. Positiv empfinde ich, dass die Verbände miteinander arbeiten, dass man hier gemeinsam eine starke Tabakindustrie darstellt und die Fragen auch kontinuierlich aufarbeitet. Das hat sich erst in den letzten Jahren so ergeben. Gut, eine Zusammenarbeit zwischen den Verbänden wird von uns absolut unterstützt. Wir haben verschiedene Produkte, wir haben teilweise unterschiedliche Zielrichtungen, aber wir müssen unsere Probleme, unsere Aufgaben auf jeden Fall miteinander koordinieren, dass wir versuchen, zusammen in eine Richtung zu marschieren. Das ist absolut richtig und das hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, weil die Probleme einfach mehr werden. Ich wünsche, dass es weniger Probleme werden, aber wir schreiben viel drüber, wir reden viel drüber. Aber man merkt schon, dass doch hier eine starke Sprache seitens der Verbände da ist und natürlich hofft der Einzelhändler, der Fachhandel darauf, dass die Verbände mit ihrer Stärke da auch positive Punkte reinholen. Vielen Dank fürs Gespräch, Ihnen eine gute Zeit und weniger schwierige Themen. Ich danke Ihnen, Herr Will. Danke. Die Intertabak 2017 ist eröffnet, Pressekonferenz wie üblich, ernste Themen. Sie meistens als der Sprecher Nummer 1, wenn es um die ganz klaren Worte geht. Herr Engels als Geschäftsführer des Bundes, nein, Sie sind kein Geschäftsführer, Sie sind der Präsident des Verbandes des Rauchtabak in der Rauchtabakindustrie. Gleichermaßen Geschäftsführer und Inhaber, Mitinhaber der Firma Pöschl. Ja, die klaren Worte von Ihnen haben auch hier die Kollegen, Journalisten alle erstmal verdauen müssen. Worauf kommt das denn zurzeit dem Verband Rauchtabak am meisten an? Ja gut, ich meine, wir haben unsere ganz allgemeinen Themen, die schon seit Jahrzehnten, seit Bestehen des VDRs der Fall sind. Aber wir haben natürlich momentan insbesondere dieses Thema Tracking und Tracing vor der Brust, was eben gerade die mittelständische Industrie und dort über alle Produktsegmente natürlich vor große Herausforderungen stellt. Wir sind mal wieder in der Situation, dass wir keinerlei Rechtssicherheit haben, dass wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Und das bis zum Mai 2019 ist ja nicht mal allzu lang hin. Für andere Produkte gilt es erst ab 2024. Nur auf der anderen Seite auch 7 Jahre sind natürlich eine sehr, sehr, sehr kurze Frist. Und ich kann es nur noch mal betonen, die ganze Geschichte soll den Schmuggel bekämpfen. Aber am Ende des Tages ist das ein reines Konjunkturprogramm für Schmuggler. Weil, ich habe es an anderer Stelle vorher schon mal gesagt, diese Kosten, die entstehen, und wir reden ja wirklich von dreistelligen Millionenbeträgen, die auf die gesamte Industrie zukommen, die müssen natürlich irgendwann auch weitergegeben werden. Und das bedeutet, dass die Schere zwischen geschmuggelten Produkten oder nicht in Deutschland versteuert oder in anderen Ländern versteuerten Produkten und illegalen Produkten noch weiter auseinandergeht. Also am Ende des Tages kann man nur sagen, Konjunkturprogramm für Schmuggler, staatlich induzierte Wettbewerbspolitik und ich möchte nicht ausschließen, dass der ein oder andere Hersteller aufgrund dieser Vorschriften ja möglicherweise in die Gruft geht. Das sind ja Themen, die in den Verbänden diskutiert werden. Die Verbände arbeiten zum Glück sehr eng zusammen. Sie versuchen gemeinsam auf politischem Wege Pluspunkte zu sammeln. Aber die Frage ist ja, wie kann jetzt der Endverbraucher, was kommt auf den zu? Aber noch mal eins zurück vielleicht, was hat denn der Fachhandel da zu erwarten? Der Fachhandel hat das Problem, dass die Produktvielfalt deutlich eingeschränkt werden wird, weil es sich eben, wie gesagt, für viele kleinere Geschichten nicht mehr lohnt, die Sachen zu machen. Also das heißt, hier geht die Vielfalt verloren. Und zum anderen, der Konsument hat natürlich das Problem, dass die Preise steigen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller sagt, okay, ich schluck das, sondern das muss weitergegeben werden. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, am Ende des Tages geht die Preisschere noch weiter auseinander und wir werden sehen. Also ich halte die ganze Geschichte für einen Skandal und mal wieder wie üblich nicht ausgegoren. Und ich kann nur an die Politiker und auch an die Beamten appellieren, hier wirklich mit Maß und Ziel vorzugehen. Und das Allerbeste wäre es, und das sage ich wirklich so salopp, die ganze Geschichte in die Tonne zu treten.
Okay, dann hoffen wir auf eine gute Lobbyarbeit. Ich finde Lobbyarbeit immer was Positives. Wird immer geschrieben, die Lobbyarbeit. Und die wird immer so negativ dargestellt. Eine Lobbyarbeit ist es was ganz Sauberes und Vernünftiges. Ich halte es hier, obwohl ich teilweise mit amerikanischen Verhältnissen nicht immer einverstanden bin, insbesondere momentan. Aber für mich ist Lobby auch positiv belegt, weil es einfach Interessensvertretung ist. Und wir haben, obwohl wir die Tabakindustrie sind, genau dieselben Rechte wie alle anderen. Genau. Dafür kämpfen wir weiter. Richtig, so ist es. Alles klar, danke. Dankeschön. Gute Messe. Ja, Intertabak 2017 in Dortmund, vor wenigen Minuten hier eröffnet. Ein Gesprächspartner, den wir hier auf der Messe auch schon gesehen und getroffen haben. Dag Sprengel für den Verband der E-Zigaretten unterwegs. Ja, die E-Zigarette wird von allen angesprochen als Newcomer, als Verdrängungsprodukt im Tabakwaren-Einzelhandel. Wie sieht der Chef das? Ja, es ist ein Verdrängungsprodukt. Allerdings ist ja jeder eingeladen, dort mitzumachen. Es ist im Grunde die gleiche Umstellung, wie wir sie Anfang des 20. Jahrhunderts mit Pferdekutschen und Autos hatten. Es ist eine neue Technik da, die Technik ist besser. Es ist einfach an der Zeit, umzusteigen, auch für die Hersteller natürlich. Wie gehen Sie mit dem Fachhandel um? Die Unternehmen, die im Markt arbeiten, bemühen sich ja, innovative Produkte auch entsprechend darzustellen, mit erklärenden Geschäften, mit der Kommunikation wird viel betrieben. Ich habe trotzdem immer noch den Eindruck, dass der Fachhandel sich ein bisschen zurückhält. Der Fachhandel, der Tabakfachhandel, der hält sich in der Tat noch zurück. Es ist aber auch so, dass der Einstieg nicht ganz so leicht ist. Es reicht einfach nicht aus, sich etwas ins Regal zu stellen und zu sagen, hier habe ich, kauf mal. Sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen, dauert halt ein wenig. Wir haben es bei uns in der Gesetzgebung, ist genau das Gleiche. Auch die Gesetzgebung läuft noch nicht rund. Auch dort sind noch Lücken oder sind Dinge, die noch präzisiert werden müssen, damit das alles rund läuft und die Hersteller zum Beispiel Möglichkeiten haben, die Produkte wirklich passgenau herzustellen. Und genauso hat auch der Fachhandel benötigt er noch Zeit, das Ganze wirklich in den Griff zu kriegen. Und das ist auch, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit und das wird auch so passieren. Ist natürlich nicht immer positiv, wenn Pressemeldungen aus wo auch immer an der Welt herkommen, dass die E-Zigarette nicht gesund ist und dass sie dort auch wieder Probleme hat. Das ist natürlich auch wieder ein Thema, was natürlich einen Fachhändler vielleicht davon abhält, sich richtig mit dem Thema E-Zigarette zu beschäftigen. Ja, das ist natürlich ein interessantes Argument für einen Fachhändler, der Tabakprodukte verkauft, wo es ja klar ist, dass die schädlich sind. Also ich würde einer solchen Argumentation nicht folgen können. Auch ist es so, dass die Meldungen, die der E-Zigarette eine Schädlichkeit bescheinigen, immer unfundiert sind, reine Falschmeldungen oder Fehlinterpretationen oder natürlich Vergleichsfehler, dass man die E-Zigarette mit frischer Bergluft vergleicht und nicht mit seinem Gegner oder Gegner, mit seinem Partner der Tabakzigarette. Die Sachen, die fundiert herauskommen, medial, sprechen der E-Zigarette immer ein äußerst positives Bild aus. Naja, Sie sind ja wirklich auch immer bestrebt, entsprechende Nachrichten, die aus der Branche im positiven Sinne kommen, dass also Daten, Fakten auf den Tisch gelegt werden, dass man Studien, die Sie entdeckt haben oder die mit Ihnen zusammen entwickelt wurden, auch dem Händler klar machen, dass es hier um ein sauberes Produkt handelt. Wir stellen regelmäßig frische Studien zur Verfügung. Die alten Studien werden deswegen aber nicht falsch. Was wir im Grunde im Portfolio haben, ist eine gewaltige Datensammlung von Studien, die alle das Gleiche sagen. Die E-Zigarette ist ein gutes Produkt mit einer Schadensminderung, die jenseits von Gut und Böse liegt. Also wir haben ein Schadenpotenzial von unter 5%, wenn man es ganz schlecht betrachtet, und bei einem Promille, wenn man blauäugig rangeht und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und das ist doch fantastisch. Fantastisch ist auch, dass die Entwicklung Markt E-Zigarette auch von den Großen, von der großen Industrie mitbetrieben wird. Ich denke mal, damit hat das Produkt auch ein TÜV-Siegel bekommen. Die Großen interessieren sich für das Produkt und es bleibt nicht ein Produkt, was in irgendeiner Garage früher... Also ist auch meine Meinung. Nennen wir es nicht TÜV-Siegel, nennen wir es ein Zeichen, dass es ein wertvolles Produkt ist, denn sonst würden die sich nicht dafür interessieren, das ist korrekt. Und gegenüber den stagnierenden Zahlen der Tabakbranche haben wir zum, ich glaube, vierten Jahr in Folge ein Wachstum von 50%. Das wird gern mal als Boom bezeichnet, aber wir sind natürlich andere Zahlen gewöhnt aus der Vergangenheit, wo wir 2.300% Wachstum hatten, das ist ein Boom.
Aber 50% sind eine ideale Zahl, um als Unternehmen gesund wachsen zu können, um Produkte weiterentwickeln zu können und sich nicht über Kopf verschulden zu müssen oder schlechtes oder unausgebildetes Personal einstellen zu müssen, weil halt die Zeit drängt. Insofern sind diese 50% fantastisch. Und man muss dazu sagen, dass dieses gesunde Wachstum genau den Gegenangriffen unserer Gegner zu verdanken ist. Denn sonst hätten wir immer noch diese hunderte von Prozent Wachstum, was wir gar nicht bewältigen können. Also, Sie werden alles bewältigen. Wir haben sehr viele positive Argumente von Ihnen bekommen. Wir wünschen Ihrem Verband bzw. Ihren Mitgliedern viel Erfolg weiter. Herzlichen Dank dafür und danke für das Gespräch. Ja, Indotabak 2017, heute Morgen hier in Dortmund eröffnet. Rainer von Bötticher, schon seit einigen Jahren unser liebgewonnener Gesprächspartner an der Stelle. Der Mann der ehrlichen Worte auf der anderen Seite. Von Bötticher, Sie haben natürlich wieder einiges auch heute in der Pressekonferenz loslassen dürfen. Sie haben aber auch deutlich aufgezeigt, was den Tabakwarenfachhandel bedrückt. Ich frage Sie jetzt mal ganz knallhart, wie schlecht geht es im deutschen Tabakwarenfachhandel? Also, wir sind nicht in existenziellen Nöten. Und wir haben unsere Existenzberechtigung und wir denken auch an die Zukunft und wir machen und tun. Allerdings ist es so, dass sich in immer kürzeren Abständen die Rahmenbedingungen verändern, dass sich Sortimente verschieben, dass es Produktinnovationen gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und sollen. Das tun wir gerne, aber das können wir auch nur im Rahmen unserer Möglichkeiten tun. Und da stoßen wir momentan echt an unsere Grenzen. Produktvielfalt, immer neue Verpackungsgrößen, Grammaturen und so weiter. E-Zigarette, Heat Not Burn mit einem hohen Beratungsaufwand treibt unsere Mitarbeiter ein bisschen den Schweiß auf die Stirn. Das muss ich wohl so als Situationsbeschreibung momentan mal sagen. Und wir können uns gegen diese Innovation und wollen uns gegen diese Innovation nicht wehren, weil es ja irgendwie Mainstream ist. Ja, also die Branche lebt, wie jede andere Branche, von Innovation. Und Sie sagen, sie lebt auch und hat ihre Probleme zu bewältigen. Es gibt auch Momente, kriege ich das so ein bisschen mit, durch Informationen, doch viele kleinere Händler, die einfach dicht machen, die zumachen. Das ist eigentlich schade, dass die Vielfalt verloren geht, die Vielfalt des Tabakwarenfachhandels. Worauf führen Sie das zurück? Ist das eine Altersgeschichte, dass die Leute, die vielleicht in der zweiten, dritten Generation so einen kleinen Tabakwarenhandel hatten, ich nehme jetzt mal einen Herrn in Österreich, bei der Firma Antes, die haben ja sich auch entschieden, es nicht mehr zu machen, obwohl die auch ein Standardhaus waren im Großraum Frankfurt. Und dann habe ich viele kleinere Händler auch in letzter Zeit gelesen oder Infos bekommen. Dann habe ich immer den Eindruck, es sind Ältere, die dann irgendwie nicht mehr weitermachen wollen und keinen Nachwuchs haben. Also Ihr Alter dann mit allem Respekt, dass man da irgendwann nicht mehr die Kraft hat, so ein schönes Geschäft zu betreiben, ist ja nachvollziehbar. Das Problem ist, dass es keine Nachfolge gibt. Da gibt es Söhne und Töchter, die das theoretisch machen könnten, aber es nicht wollen. Warum nicht? Weil Einzelhandel unbequem ist. Viele Stunden sonnabends stehen, keine dynamische Entwicklung nach vorne, sind Gründe dafür. Auch die Frage, ist es ein sicherer Arbeitsplatz und wie sieht die Zukunft überhaupt aus? Da gehen die lieber bei der Krankenkasse arbeiten oder werden Lehrer oder so etwas Ähnliches, hört man zunehmend mehr. Also das besorgt mich auch, dass schöne Geschäfte zum Teil ja auch schließen und gar nicht mehr am Markt sind. In manchen Fällen werden sie dann auch übernommen, bleiben immerhin erhalten, aber das ist so das Problem des Einzelhändlers, der selber hinterm Tresen steht, die Nachfolge. Also so ein Thema, dass einfach die positive Lobbyarbeit fehlt, dass das Geschäft, das Tabakwarengeschäft, einfach nicht mehr interessant dargestellt wird, dass die Leute, die sich vielleicht dafür interessieren könnten, Abstand nehmen, weil sie sagen, bringt mir ja nichts und hat Verbote und keine guten Zeiten. Glaube ich gar nicht mal, denn wenn man ein gutes Konzept hat und eine Genusswelt schafft und das auch den Kunden gegenüber rüberbringt, dann ist man gut aufgestellt. Aber wer als Newcomer in die Branche kommt, muss erstmal Geld in die Hand nehmen. Da geht es nämlich um Lagerbestand, der nicht unerheblich ist. Und da sind die Banken eher unfreundlich gestimmt, zu helfen als freundlich, um mich mal vorsichtig auszudrücken. Die E-Zigarette, Sie haben das vorhin kurz umschrieben, die E-Zigarette ist ein Verdrängungsprodukt. Verdrängt die Tabakzigarette und
im Business, das heißt rein wirtschaftlich gesehen, dann verdient der Tabakfachhändler auch nicht mehr dadurch. Ist das so? Es ist letztlich so, und die Gefahr, die ein bisschen über allem schwebt, ist, dass der Konsument, das hört man hier und da, den Umstieg auf die E-Zigarette nutzt, um auszusteigen. Und das besorgt uns natürlich. Wir sind als Fachhändler aufgerufen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, weil der Kunde das auch erwartet. Das tun wir auch. Wir haben, wenn ich an mein Unternehmen denke, kräftiges Wachstum in der E-Zigarette von Monat zum Vorjahr. Das ist schön und da hängt auch eine gewisse Spanne dran, da können Sie auch verdienen. Aber man blickt ein bisschen mit Sorge daran, wie nachhaltig ist das eigentlich alles. Und wenn wir uns Aussteiger ranerziehen, ist das eigentlich nicht im Sinne des Ganzen. Ja, dann wird es schwer, das Loch wieder zu füllen. Ja. Danke für Ihre Worte, Herr Butcher, und wünsche Ihnen eine gute Zeit für Ihre Geschäfte und natürlich für die gesamte Branche. Vielen Dank. Danke.